Und jetzt freue ich mich, dass ich mal ein volles Podium habe hier, ganz zum Schluss nochmal von unserem Summit. Katrin Heinrich ist mit dabei, Geschäftsführerin bei der Stiftung Bürgermut und die Leiterin des Digital Social Summit. Zu meiner Linken Jan-Philipp Schewe, Leiter der Stabsstelle Digitalisierung bei der Baden-Württemberg-Stiftung und Peter Kreuter, Direktor der Stiftung Wissenschaftliche Hochschule für Unternehmensführung. Ich freue mich sehr, dass ihr bei mir seid. Katrin, jetzt ist der Summit fast vorbei. Kannst du dich schon entspannen? Und was nimmst du jetzt eigentlich so mit als Veranstalter aus diesen 2 Tagen Digital Social Summit? Ja, ich freue mich erstmal, dass der Summit stattfinden konnte. Jetzt in diesen 2 Tagen im digitalen Stuttgart, dass wir den Raum aufmachen konnten und dass wir die Möglichkeit eben zur Diskussion und zum Austausch miteinander geben konnten, bei allem, was gerade los ist in der Welt und der hoffentlich bald endenden Pandemie, war es uns extrem wichtig, dass wir den Raum öffnen können und dass der Summit stattfinden kann. Aber eben digital. Ist es auch von Vorteil oder welche Vorteile hat es eben, wenn der Summit auch ein digitales Format ist? Und was sind so die Dinge, die dir vielleicht aber eben auch gefehlt haben in diesem digitalen Format? Ja, der Summit ist ein digitales Format. Wir haben ihn jetzt 3-mal digital durchführen dürfen. Und es gibt zahlreiche Vorteile, wie eben auch die Teilnehmerschaft, die wir durch das digitale Format erhöhen konnten. Wir haben jetzt in diesem Jahr 1.100 Anmeldungen generieren können und freuen uns natürlich, dass wir auf die Resonanz treffen, die wir uns erhofft haben. Und ich denke, es werden sich auch die Sehgewohnheiten einfach geändert haben. Und auch wenn wir in ein hybrides Format wechseln in den kommenden Jahren, dann wird uns ein Teil Digital Summit auf jeden Fall erhalten bleiben. Jan-Philipp, du konntest weite Teile des Programms auch so als Zuschauender begleiten. Gibt es für dich so ein paar Highlights, die dir besonders hängen geblieben sind jetzt von den letzten 2 Tagen? Ja, gibt es bei 43 Sessions gar nicht so einfach, das stimmt, das alles zu verfolgen, aber dank eines Live-Blogs geht das ohne Probleme. Ich würde 2, 3 Sachen rausgreifen, aber insgesamt hat mich einfach total fand ich es einfach super positiv, wie alle Dimensionen des Themas Digitalisierung in der Zivilgesellschaft abgedeckt war. Es gab eine tolle Session zum Thema TikTok, ja, wie man neue Kanäle erschließen kann. Das ist ja auch immer noch für viele Stiftungen, Vereine Neuland. Und deswegen war das eine tolle Sache, also so der Kommunikationsaspekt. Dann gab es aber auch ganz konkrete Hilfe für Vereine. Es war gestern eine tolle Session, wo es darum ging, einfach als Verein, wie kann ich eine Mitgliederversammlung online durchführen. Wirklich ganz hands-on Dinge, vor denen die Leute und unsere Teilnehmenden stehen, vor denen wir insgesamt in der Zivilgesellschaft stehen, und das einfach niedrigschwellig angeboten, fand ich toll. Und heute eine Sache, die mir super gut gefallen hat, war eine Session zum Thema Plattform-Building. Da haben sich die ganzen die Jugendwerke in Deutschland, also Deutsch-Tschechisches, Deutsch-Israelisches, Deutsch-Französisches und so weiter, zusammengetan und haben gemeinsam eine Plattform gebaut, die sie all ihren geförderten Unterstützern, ihrem ganzen Netzwerk, allen anbieten wollen. Und da sieht man einfach, wenn man sich zusammentut bei einem Thema, dann kann man sehr viel erreichen. Und als Slogan zieht sich das seit jeher durch die Zivilgesellschaft durch. Und der Digital Social Summit hat das wieder mal in einer unglaublichen Vielfältigkeit gezeigt. Ich will auch gleich nochmal aufgreifen, was hier jemand im Chat geschrieben hat. Also zum einen lese ich hier Lob, das freut uns natürlich sehr, super Veranstaltung, aber gern beim nächsten Mal auch aufeinander aufbauende Formate machen. Das ist vielleicht ein Hinweis, den wir auch noch mitnehmen können. Gleichzeitig schreibt hier aber auch jemand, ich fand es super, dass es so einen guten Mix aus Anfängerinnen und fortgeschrittenen Themen gab. Das geht ja auch so ein bisschen in die Richtung, was du erzählt hast. Also ein bunter Strauß und für jeden was mit dabei. Und jemand schreibt auch noch, eine wirklich gelungene Veranstaltung. Vielen Dank. Von Yoga hilft. Das freut uns natürlich auch sehr. Und damit kommen wir jetzt mal zu dir, Peter. Was wünschst du dir denn, was die Teilnehmenden eigentlich jetzt nach diesen 2 Tagen so mitnehmen von unserem Summit? Zum einen Spaß, dass Sie gesagt haben, die Zeit hat sich für mich persönlich gelohnt als Teilnehmende.
Und dann ein zentrales Thema ja dieses und die letzten Jahre war ja immer vom Summit, dass wir sagen, es ist ein Zukunftsthema, aber ein Zukunftsthema, was gelebt und umgesetzt werden muss. Und wenn jeder für sich selber sagen kann, ich habe ein, zwei neue Ideen mitgenommen, wie ich was machen kann, und andererseits vielleicht, zweite Komponente ist Vernetzung. Ich habe vielleicht entweder in einer Session oder in digitalen Formaten oder in dem Kontaktkarussell, was wir dieses Jahr zum ersten Mal hatten, ein, zwei neue Kontakte getroffen, die ich im Zweifel anrufen kann. Dann ist, glaube ich, ja, Grundziel erfüllt. Und Ziel sollte ja sein, so diesen Know-how-Austausch anzuregen, dass wir gemeinsam Zivilgesellschaft digital nach vorne bringen. Und apropos Gemeinschaft, also auch der Summit selber ist ja ein Gemeinschaftsprojekt. Ihr sitzt jetzt alle drei hier eigentlich stellvertretend für den gesamten Initiativkreis und alle Partnerinnen und Partner, die noch dahinter stehen. Wer gehört denn alles dazu, Peter? Ja, ganz viele tolle Menschen. Du sprachst den Initiativkreis an, als wir gestartet haben. Es ist aktuell die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt, Baden-Württemberg-Stiftung, Jan Philipp ist hier, Robert-Bosch-Stiftung, Stiftung Bürgermut, Katrin, die mit ihrem exzellenten Team, ganz tollen Team hier, komplette Projektorga macht, quasi das Herz des Summits ist, wenn ich sagen darf. Better Place Academy, WHO als Hochschule, Civitas im Stifterverband und wir haben noch eine ganze Reihe, was uns natürlich sehr freut, neue unterstützende Partner gewinnen können, die sagen, wir finden das Thema spannend, Schöpflin-Stiftung, Vektor-Stiftung, Duale Hochschule Baden-Württemberg hier aus der Region, was uns sehr freut, Carl Zeiss-Stiftung und die Aktion Mensch. Was, glaube ich, wichtig ist, bei der Frage, wenn ich beim Summit aktiv werden möchte, wir haben zunehmend gesehen, dass Stiftungen und Initiativen aktiv werden, die direkt gar nicht mit dem Thema Digitalisierung arbeiten, sondern die für sich erkannt haben, dass in ihrem ureigensten Aktivitätenfeld Digitalisierung einen Einfluss hat. Und eben deswegen sagen, deswegen möchten wir hier dabei sein, möchten wir unterstützen für unsere Zielgruppen, um halt auch da, was Lucy ja, glaube ich, sehr schön gezeigt hat, Lucy Bernholz, bottom-up die Themen zu entwickeln. Ich möchte noch unsere MedienpartnerInnen ergänzen. Alex Berlin, Stifter TV, T3N, D3, Sogi Digital, More Than Digital, das Veto Magazin, das Fundraising Magazin und auch Stiftungsmarktplatz. Die waren nämlich auch noch mit dabei, um das Ganze zu covern. Und Peter, wie geht's denn jetzt weiter nach diesem Summit? Gute Frage. Nein, der Summit war von Beginn an eine große Reise, eine große Landreise, eine regionale Reise. Das heißt, gestartet dann in Hamburg gewesen, dieses Jahr in Stuttgart. Wir werden sicherlich nächstes Jahr auch weiterreisen. Auch eine Lernreise, was die Inhalte angeht, da der Mix zwischen Anfängerthemen, bodenständigen Themen, aber auch Expertenthemen. Und ich hoffe, dass es vielleicht zumindest zwei Konstanten gibt. Eine vielleicht, dass du, oder bin ich mir sicher, als Moderatorin auch nächstes Jahr dabei bist. Ich komme gerne. Als Frontfrau. Ohne Theresa machen wir es nicht. Genau. Vielen Dank dafür. Und das Zweite, dass sicherlich dieser Initiativkreis auch die Stabilität hat, weil alle Akteure und wie gesagt, wir haben die Namen der Institutionen aufgezählt, aber letztlich sind es die Menschen, die in diesen Teams aktiv sind, die ein Jahr lang auf dieses Thema hinarbeiten, was sicherlich mit vielen anderen Projekten kollidiert, aber wo ein Riesenherzblut dabei ist, große Innovation und das wäre mein Wunsch, dass wir da stabil bleiben und auch neue Akteure dazugewinnen. Also insofern die Einladung, wenn euch das Summit Spaß macht als Organisation, für eine Session oder auch in den Initiativkreis zu kommen, meldet euch. Also hier im Chat schreibt noch jemand, die Zeit hat sich gelohnt. Also von daher wunderbar. Das ist genau in deinem Sinne gewesen, Peter, was du auch gerade noch gesagt hast. Und damit dürfen wir uns jetzt wirklich verabschieden für dieses Jahr. Einen großen Teil der Inhalte von unserem gesamten Summit, die findet ihr also später eben auch nochmal auf der Plattform zum Nachschauen in den nächsten Tagen. Ihr dürft jetzt sehr gerne euch auch noch im digitalen Dorf weiter vernetzen, also einfach nochmal den Weg an den Schlossplatz finden und dann geht es auch da noch eine Runde weiter, wenn ihr Lust habt. Also vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an euch, die ihr zugeschaut habt. Vielen Dank fürs Mitmachen, fürs Mitdiskutieren, fürs Fragen stellen, fürs Posten. Also auch einen herzlichen Dank an alle, die natürlich immer mit dabei sind aus der anderen Perspektive. Und damit sage ich jetzt einfach mal, wir freuen uns auf einen nächsten Summit. Bis zum nächsten Mal.